Hallo liebe Eisenbahnfreunde. Ja, so ist es. Da denkt man, man kriegt ein paar Loks geschickt zu Weihnachten, die man sich selber geschenkt hat. Ich gebe es ehrlich zu. Naja, das Ende vom Lied. Nichts ist gekommen. Großloses Weihnachten. Ich bin auch schon das zweite Mal in Quarantäne. Ja. Einmal durch die Schulklasse und einmal, weil mein Freund oben bei mir war, dessen Frau vorher negativ getestet wurde. Er wurde einen Tag später getestet mit der Tochter. Ups, waren beide positiv. Also haben wir dann auch Quarantäne bekommen und Covid-Test. Bin zwar negativ, muss aber trotzdem bis zum Samstag noch daheim bleiben. Naja. Ja, wenigstens an dem Tag, wo ich den Test gemacht habe, konnte ich einkaufen gehen. Weil der Test sagt halt leider nicht viel aus. Am nächsten Tag kann es schon wieder Infektion sein. Egal. Feiern wir eben Weihnachten nicht am Donnerstag, sondern am Samstag. Hoffentlich verzeiht uns das die Jesus. Naja. Besser zu spät als gar nicht, ne? Gut, mein Sohn findet das tendenziell gar nicht lustig. Aber ich habe ihm versprochen, er kriegt seine Geschenke schon am Donnerstag. Naja. Ja, zur MOBA, was gibt's hier Neues? Das übliche Problem, was alle immer haben. Die Loks bleiben genau da stehen. Das ist nicht so. Ja, ganz großes Beispiel. Da hinten im Berg, ganz in der Ecke, ganz unten drin, entgleist mein Zug. Dann schleift er sich noch unten durch die Arkaden durch. Ich denke, dein Glück wird dir Holz sein. Und er kommt hier vorne am Tunnel noch raus. Ja, denkst du. Genau da hinten, im hintersten Eck, hat sich dann aufgehängt. Ihr wisst ja, Kurzschluss. Also, unter die Anlage krabbeln, den Zug vorschieben. Naja, und dabei habe ich echt, ich habe im Tunnel die Gleise festgeschraubt. Die sind, wieso sind da in Gleisen? Das ist mir ein vollkommenes Rätsel. Das ist Murphys Gesetz. Ich glaube an den lieben Gott, ist kein Modellbahn. Ich habe dabei echt hier Kirchenglocken, versteht ihr? Hat auch nichts geholfen. Wäre auch nicht so schlimm, aber es muss natürlich auch der Lange hier sein, ne? Naja, egal, ich habe ihn rausgepult. So. Und mal ein kurzes Video von meiner Anlage. Mir geht's gut, wie gesagt. Ja, und wenn am Samstag anruft, da feiere ich Weihnachten. Alles klar, in dem Sinne, Leute. Falls ihr von mir nichts mehr hört, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und Silvester bedingt, hey, kommt halt irgendwie ins neue Jahr. Und tschüssi.